Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Baphomets Fluch 2. So, und wir sind jetzt hier in dieser Lagerhalle gefangen. Mehr oder weniger gefangen. Also wir wollen nicht nach unten, weil es könnte sein, dass dieser Schrank, den wir da unten ein bisschen kurzzeitig außer Gefecht gesetzt haben, jetzt nicht mehr außer Gefecht ist und hier hochkommt. Das heißt, dieser, was ist denn das hier, Aufzug, der muss blockiert bleiben. Der einzige Ausweg wäre diese Tür hier, aber ja, die kriegen wir so nicht auf. So, und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das vielleicht hinkriegen könnten. Wir könnten zum Beispiel... Wir haben ja dieses Seil jetzt gekriegt. Wir könnten dieses Seil an diese Statue binden. Denn die Statue scheint sehr, sehr schwer zu sein. Und dann haben wir das Seil. Und das können wir nämlich da oben dran hängen. Oh nein, das passt nicht. Scheiße, okay. Das Seil reicht nicht bis an die Laufrolle. Ja, wir müssen hier, das ist so ein Hochmachteil. Wie nennt sich denn das? So eine Art Handgabelstapler? Ich weiß es nicht. Damit müssten wir dann die Statue hochmachen. Aber mir fällt gerade ein, wir haben uns noch gar nicht mit Nico unterhalten. Das wollten wir eigentlich direkt machen. Wir haben bestimmt viel zu erzählen. Oh ja, also, wo fangen wir denn an? Wie kommst du hier nach Condor Transglobal? Okay, erzähl mir mal, was du über die Condor weißt. Condor Transglobal exportiert Azteken- und Maya-Kunstwerke von Mittelamerika nach Europa. Aber das ist nur eine Fassade für ihr wirkliches Geschäft. Drogenschmuggel. Welchen Beweis hast du dafür? Noch gar keinen. Okay. Noch was? Weißt du, von wo aus die Condor arbeitet? Von Mittelamerika aus, einem Ort namens Caramonte. Den Namen habe ich unten auf einem Zettel gesehen. Und den hat der kleine Junge da, oder kleine Mann gesagt. Wer ist dieser Karsak? Erzähl mir mal was über diesen Karsak. Naja, ich habe ihn nur ein paar Minuten gesehen, aber er macht mir Angst. Und ich habe den Eindruck, dass auch Pablo nervös war, wenn der in der Nähe war. Seine Augen, wie die eines wilden Tieres, eines Tigers. Das hat mich am meisten erschreckt an ihm. Er sah so unberechenbar und gefährlich aus. Ich glaube, der ist sogar unberechenbar und gefährlich. Wer ist das hier? Wer ist das? Keine Ahnung, ich klick's mal an. Hast du da vorhin was von Inspektor Mouet gesagt? Ach, Inspektor Mouet. Ja. Erinnerst du dich noch an ihn? Ja, natürlich. Das war doch der Typ, der mit dem anderen Typen da den Mord aufklären wollte, beziehungsweise den Bombenanschlag aufklären wollte. Natürlich. Aber ich dachte, der sei tot. Oh nein. Er tauchte wieder auf, nachdem etwas Gras über den Templerfall gewachsen war. Als er herausfand, wer alles bei den Neo-Templern mit drin hing, tauchte er in der Versenkung unter. Mouet wusste mehr, als gut für ihn war. Weiß er, dass wir in den Fall verwickelt waren? Wenn er etwas weiß, sagt er zumindest nichts. Trotzdem ist er ganz plötzlich befördert worden. Stimmt, der war ja nur... Das war Sergent Mouet. Da kann ich mich noch dran erinnern. Okay, hier, der Kumpel Pablo. Pablo heißt der Typ, ne? Was weißt du über den? Hat dir dieser Indio was angetan? Wenn man mal von Entführung, Drohungen und Fesseln absieht, nein. Was ist mit dem kleinen Kerl? Ich glaube kaum, dass er weiß, wo er ist oder was er hier tut. Der Große, Pablo. Er hat Titi Poco aus dem Dschungel mitgebracht. Titi Poco? Titi was? Titi Poco. Ich habe gehört, wie Pablo den Zwerg so genannt hat. Ah, okay, also der kleine Titi Poco. Den Namen werde ich wahrscheinlich noch dreimal vergessen, aber egal. Okay, hier, ich habe den Giftpfeil gefunden, der dich schachmatt gesetzt hat. Erkennst du das Ding hier wieder? Ist das der Pfeil, mit dem sie mich ausgeschaltet haben? Genau der. Ich habe ihn als Souvenir behalten. Das klingt falsch. weißt du etwas über die Frau von, wie hieß der Typ? Professor Aubier? Wusstest du, dass Aubiers Frau ein Filmstar war? Nein, ich wusste nicht mal, dass er überhaupt verheiratet war. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist gestorben. Offenbar unter mysteriösen Umständen. Wie mysteriös? Ich habe gehört, sie ist ermordet worden. Vielleicht sogar von Aubier selbst. Ein Mörder? Was? André hat gesagt, er sei so etwas wie eine Berühmtheit. André hat ja auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was ist das hier für eine Statue? Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wer das hier sein soll? Ich kenne mich mit Maya-Gottheiten nicht sonderlich gut aus, George. Aber wie immer er heißen mag, er ist auf jeden Fall potthässlich. Und potböse. und hier, ich habe den kleinen Jungen, kleinen Titi... Titi Poco, der hatte Handschellen an den Füßen. Guck mal.
Schau mal, der kleine Kerl unten war mit den Dingern gefesselt. Das muss Pablo gewesen sein. Kann ich ihm nicht mal übel nehmen, der Winzling ist gefährlich. Bist du immer noch sauer wegen des Giftpfeiles? Natürlich bin ich sauer. Und ich habe hier was gefunden. Möchtest du mir da was von erzählen? Das hier habe ich in deiner Handtasche gefunden. Oh, das war ein Geschenk. Ich weiß, ich habe die Karte gelesen. Weiß der Himmel, was André sich dabei gedacht hat. Das weiß sogar ich. Ist doch wohl offensichtlich. Das stimmt allerdings. Aber gut, sie ist ja nicht drauf eingegangen. Das heißt, sie hat vielleicht gar kein Interesse an André. Keine Ahnung. So, okay, jetzt haben wir alles geredet und jetzt müssen wir hier rauskommen. So, also, das Seil kriegen wir nicht da oben dran an diese Laufrolle, die ja nach da draußen geht. Eine Laufrolle, die in einem langen Metallträger über die ganze Länge des Gebäudes läuft. Ist allerdings nicht sehr hilfreich, kein Seil. Ja, das wollen wir ja dran machen. Das Problem ist halt, dass diese Statue zu weit unten ist. Die Statue stammt wahrscheinlich aus Süd- oder Mittelamerika. Die Statue ist viel zu schwer. Ja. Ich schaffe es nicht, sie zu bewegen. Sprich, er kann sie nicht hochheben, um das hier dran zu binden. Und das wäre eigentlich eine Möglichkeit, hier die Tür so aufzustoßen mit dieser Statue, wenn denn da das Seil dran passen würde. Aber leider ist das Seil zu kurz. So, diese Kiste können wir nicht wegschieben, die beiden, weil das zu schwer ist. Diese Kiste möchte George nicht irgendwie besonders weit tragen. Das heißt, auch diese Kisten kriegen wir so, wie sie jetzt gerade sind, nicht weg. Das Einzige, was wir machen könnten, ist jetzt ein Kistenrätsel, so eine Art. Wir nehmen diese Kiste wieder zurück, packen die da oben drauf und schieben die nach vorne. Aber in der Zeit könnte natürlich der Aufzug gerufen werden und runtergehen und dann hätten wir Besuch. Da gibt es aber eine Möglichkeit und zwar können wir ja dieses Klebeband hier nehmen. Das ist ja so schön schwarz und das könnten wir ja auf die photoelektrische Zelle kleben. Also sprich auf den Sensor, der gucken kann oder der immer guckt, ob vielleicht irgendwas die Tür blockiert. Mit etwas Glück verhindert das Band, dass sich die Türen schließen. Dann kann der Indio den Aufzug nicht benutzen. Genau, und jetzt können wir nämlich die Kiste wieder zurücknehmen. Ey Mann, ich habe das Spiel wirklich vor 10 Jahren oder so das letzte Mal gespielt und ich weiß das alles noch voll. Das ist so krass. So, einmal rüber. Und jetzt können wir nämlich die wegschieben. So, geht das jetzt wenigstens? Oh Gott, da knistert und krabbelt es drin in dieser Kiste. So, wir haben freie Laufbahn. Palettenwagen heißt das. Okay, gut zu wissen. Den wollte ich eigentlich benutzen. Können wir damit die Statue jetzt etwas, so hochbauen. Genau. Die Palette hebt sich etwa 10 cm über den Boden und ich spreche ein stummes Dankgebet an den unbekannten Erfinder der Hydraulik. Was um alles in der Welt machst du da? Ich versuche, die Statue hochzuheben, damit ich sie da oben einhaken kann. Und das soll uns irgendwie weiterhelfen? Ich beschäftige mich nun mal gerne manuell in Zeiten erhöhten Stresses. Genau, der macht gern Sachen. So. Und jetzt können wir nämlich das Seil nehmen. Oh, Nico, geh da weg. Das Seil, das ist ja jetzt hier pixelgenau, muss ich treffen, damit ich nicht das Falsche treffe. Und das muss dann auf die Laufrolle. So. Und jetzt können wir nämlich den Palettenwagen wieder runterfahren. Und dann müsste die Statue eigentlich in der Luft hängen bleiben. Tut sie das auch? Die Statue stammt wahrscheinlich aus Süd- oder Mittelamerika. Ja, das interessiert mich jetzt weniger. Okay, dann drücken wir einfach mal die Statue. Okay, die scheint wirklich sehr schwer zu sein. Die Statue ist zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie allein zu bewegen. Wie gut, dass du nicht alleine bist, George. Warum sollte ich den Hubwagen denn wieder hochfahren? Seht ihr? Mann, Nico, beweg dich nicht so schnell. Das ist das Coole daran. Jetzt haben wir ein bisschen Hilfe. oh Gott, die sieht aber sehr zerbröckelt aus da unten. Kannst du mir mal helfen mit der Statue? Können wir die beide zusammen anstoßen? Könntest du mir kurz dabei helfen, diese Statue wegzuschieben? Wozu? Das hier, meine Liebe, ist unsere Fahrkarte in die Freiheit. Wenn du es sagst, mein Lieber. Okay. Okay, schieb. Sehr schön. Bam! Großartiges Und die Tür ist offen. War schön, mal wieder mit Ihnen zu arbeiten, Mr. Stobbart. Ach, die sind schon ein cooles Team. So, raus da. Mal gucken, was wir hier draußen jetzt machen können. Nicht viel, so wie es aussieht. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Eigentlich nur, dass wir wieder reingehen können und ein Drahtseil.
Mit diesem Drahtseil könnten wir einen Drahtseilakt ausführen. Und so haben wir doch hier diese Handschellen und die kann man doch damit benutzen, um Nico, da schön runter ich zu habe flitschen. Eine prima Idee. Lecker. Zurück in Paris. George, wo bist du gewesen? Kümmere dich nicht darum. Hast du den Maya-Stein? Vielleicht, aber... Diskutier nicht, André. Gib George den Stein. Naja, natürlich. Wenn du es sagst, Nicole. Boah, dieser Typ, ey. Vielen lieben Dank, André. Georgie hat mir erzählt, du wärst gekidnappt worden, meine Liebste. Ich freue mich, dass er sich offenbar geirrt hat. Oh, aber es stimmt. Wenn George nicht gewesen wäre, dann stünde ich jetzt nicht hier. Es ist noch nicht vorbei. Karzaks Schläger werden weiter nach dem Stein suchen. Darauf kannst du dich verlassen. Die beste Spur, die wir haben, führt nach Caramonte. Caramonte? Das liegt in Mittelamerika. Daher bekommt Ubier seine Kunstwerke. Das ist alles, was wir noch wissen mussten. Komm, George. Und alles führt nach Caramonte. Einige Tage später. Caramonte, des Weltenbummlers Hintern, Tür für Mittelamerika. Tja, so zumindest war es in der Broschüre übersetzt worden. Wir wissen ja nicht genau, wonach wir suchen, aber die Büros von Combo Transglobal sind doch bestimmt ein guter Anfang. Ja, es ist nicht ganz gut gelöst mit der Musik und dem Monolog, den George da führt, weil ich habe kein Wort verstanden. Aber wir sind jetzt hier... Hey, es ist Markttag. Ich sehe kein Taxi. Fragen wir doch mal jemanden, wie wir nach Caramonte zurückkommen. Okay, und halt die Augen auf, ob du was von Condor Transglobal siehst. Aber wir sind hier in Caramonte, ja? Und... Hä? Ach so, wenn wir wegfahren, wie wir dann wieder... Okay, ich verstehe schon. Also, George und Nico, die irgendwie einen sehr interessanten Kleidungsstil gerade hat, sind jetzt in Caramonte und suchen nach weiteren Hinweisen darauf, was es hier, wo die Spur hinführt und was genau mit diesem Stein los ist. Den haben wir jetzt, glaube ich, in der Tasche, ne? Ja, den haben wir in der Tasche. Das ist der schwarze Obsidianbrocken, den Nico geschickt bekommen hat. Auf einer Seite ist ein groteskes Bild eingeritzt, das einen Hundekopf darstellt. Die andere Seite ist leer. So, jetzt haben wir uns das mal genauer angeguckt und genau darum geht es nämlich. Was hat dieser Stein auf sich und warum möchte Kazak unbedingt diesen Stein haben? Was ist so wichtig daran? Und es ist ein reger Markttag und wir fangen mal an, uns mit den Leuten hier zu unterhalten, würde ich sagen. Willkommen in Caramonte. Danke. Wo finden wir denn ein Taxi, das uns in die Hauptstadt bringt? Kein Taxi. Hier ist Hauptstadt, Caramonte City. Ah, okay, die sind nicht davon ausgegangen, dass sie jetzt in Caramonte sind. Ja, das ist Caramonte. Wann geht das nächste Schiff von hier weg? Aber Senor, Sie mögen nicht unser wunderbare Land? Doch, doch, ist toll hier, doch, doch. Oh doch, es ist ein kleines Stück vom Paradies auf Erden. Dann warum Sie wollen verlassen? Ach, ich hab einfach Heimweh. Wie heißt es doch in diesem alten Lied so schön? Oh, eine kurze Warnung, Senor. Wenn Sie fühlen, Sie wollen singen, besser auf Zunge beißen. Was? Wieso? In Caramonte, wir haben behördliche Beschränkungen für Musik. Oha! Erzähl mir darüber. Wieso ist die Musik denn behördlich geregelt in Caramonte? Das ist eine Teil von GKKL, große Kampagne der kulturellen Läuterung. Traditionelle caramontanische Musik wurde erklärt als unpassend für moderne, wechselhafte Zeiten. Nuestra Señora hat Erlass erlassen. Nur eine Art Musik ist passend. Und welche? Easy listening. What? Okay. Wie ist denn das jetzt mit dem Schiff? Wann fährt denn das nächste? Wir haben die Schnauze voll. Wir gehen zurück zum Schiff. Okay. Sie mir zeigen braune Karte, bitte. Hä? Was denn für eine braune Karte? Offizielle Ausreisevisum natürlich. Keine Karte, keine Ausreise. Ein Ausreisevisum brauchen wir, okay. Ja, vielleicht kriegen wir das ja hier irgendwo. Wir können uns ja mal hier umgucken. Eine uninteressante Holzhütte mit einem bewaffneten Schlägertypen davor. Okay, können wir die öffnen? Wahrscheinlich nicht. Oder wir werden erschossen. In der Hütte stehen ein Stuhl und ein kleiner Tisch. Mehr nicht? Okay. Scheint uninteressant zu sein. Wir können uns ja hier mal mit den Eingeborenen unterhalten. Der Mann pafft eine grob gerollte Zigarre. Gut, dann reden wir doch mal mit dem.
Jetzt? Bitte? Hallo, was haben Sie denn so im Angebot? Ich habe gefragt, was Sie... Ach, vergessen Sie es. Okay, der kann also nicht unsere Sprache. Alte Frau bereitet ein Grundnahrungsmittel aus gemahlenem Mais und Spucke zu. Oh, da kriege ich ja richtig Hunger. Fragen wir sie mal, ob wir was abkriegen. Vielleicht kriegen wir jetzt auch nur ein Käh. Hi, sieht gut aus, das Brot. Käh? Brot, Pan. Sie, Pan. Vielleicht komme ich später wieder, wenn ich Hunger habe. Glaub's ja wohl selbst nicht. Da werde ich dich aber von abhalten, George. Okay, die macht aus Spucke und Mehl Brot. Diese Frau hat eine beeindruckende Auswahl an Kürbissen. Dann vielleicht können wir einen Kürbis kaufen. Oh Gott. Die haben hier ein komisches Gefühl. Das sind Kürbisse, oder? Sie! Sie! Hey, Vorsicht mit den Schuhen, Lady! Müssen Sie so spucken? Sie! Sie! Meinen Sie, jemand will den Mist mit essen? Was ich sagen will, ist, es tut Ihrem Geschäft doch bestimmt nicht gut. Ich bin sicher, ohne Spucken würden Sie viel mehr Kürbis verkaufen. Bisher hat sich noch keiner beschwert. Okay. Okay, ich sehe schon, Sie verstehen mich nicht. Doch, die versteht uns ja sehr gut sogar. Also die kann sehr gut Deutsch. Gibt's noch mehr zu erzählen? Von der Kürbisfrau konnte ich nichts lernen. Außer wie man spuckt. Also die haben ja, wie gesagt, ein sehr komisches Verhältnis zur Spucke. Okay, was ist das für ein Kerl? Der Typ verkauft seine Waren nicht gerade mit viel Begeisterung. Ja, der steht da eher rum wie Falschgeld. Was sind das für Kerle hier? Das sind wahrscheinlich alles so Gäste. Hi. Sie wollen kaufen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe Kopf. Salat. Kaufen Kopfsalat, Senior. Ich glaube nicht. Ich bin doch nicht den ganzen Weg hierher gereist, um Grünzeug zu kaufen. Was wissen Sie über Condor Transglobal? Hören Sie, haben Sie jemals von einer Firma Condor Transglobal gehört? Nein. Sie kaufen Kopfsalat. Ich gebe Rabatt auf Massenkauf. Schon 50 Kopf billiger. Ich stehe aber nicht auf Salat. 50 Salatköpfe, was kann man denn damit machen? Kennen Sie diese Statue hier? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Tezcatlipoca! Wegnehmen schnell, Senor! Tezcatlipoca bringen nur Böses! Der arme Kerl war so aus dem Häuschen, dass er nicht mal seine Salatköpfe erwähnte. Wiedersehen dann! Ich glaube, bei dem hast du jetzt verschissen, dass du einfach so eine Tezcatlipoca-Statue hast. Okay, wir wissen also, es handelt sich bei dieser Statue um Tezcatlipoca. Ja, wir werden noch herausfinden, wer das ist. Hier ist noch jemand, der Fisch verkauft. Der Kerl verkauft Fisch. Dann reden wir doch mal mit dem. Haben Sie Krabben? No, nur Fisch. Ist der Fisch frisch? Netter Fisch. Danke. Wenn ich, was ich kaum glaube, jemals einen Fisch brauche, komme ich wieder. Kennen Sie diese Statue hier? Erkennen Sie diese Statue? Sie, Senor. Das sehr, sehr böses Omen. Das Tezcatlipoca. Der Jäger der Nacht. Ich weiß, aber ich glaube nicht an Omen. Weder an gute noch an schlechte. Vielleicht nicht jetzt. Später, bestimmt. Der Kerl sieht aus, als mache er sich vor Angst gleich in die Hose. Sie, verschwinde! Tja, der möchte dir jetzt keinen Fisch mehr verkaufen. Wo ist denn Nico jetzt hin? Die ist doch hier langgelaufen gerade. Mit der reden wir nochmal eben. Und erzählen dir, dass wir nicht mehr ausreisen dürfen. Ach, guck mal, wieder neue Gesprächsthemen. Dann reden wir erstmal über wichtige Sachen, wie zum Beispiel den Stein. Hast du irgendeine Theorie zu diesem Stein? Ich glaube, diese Zeichnung soll ein Hund sein. Ein mexikanischer Hund. Das ist also der heilige Chihuahua-Stein. What? ich habe hier Hundeleckerlis. Ah, die sind auch voll wichtig. Möchtest du einen Hundekuchen? Gourmet-Hundesnacks. Hast du die Dinger etwa wirklich gegessen, George? Klar, die schmecken prima. Ich habe hier so einen Kontoauszug von, wie heißt er denn? Professor Aubier. Und der hat ganz viel in Marseille abgeholt. Schau dir das hier mal an. Oh mein Gott. Wie bist du denn an so viel Geld gekommen? Das ist nicht meins. Ich habe den Kontoauszug in Aubiers Haus gefunden. Weißt du was über eine Sonnenfinsternis, die hier bald stattfinden soll? Schau dir das hier mal an. Eine Sonnenfinsternis? Woher dieses plötzliche Interesse an der Astronomie? Ich habe den Zeitungsausschnitt in Aubiers Haus gefunden. Offenbar ist die Sonnenfinsternis nur von Mittelamerika aus sichtbar. Hm.
Guck mal hier, ich habe eine tolle Abdeckung von einem Kamin. Warum auch immer. Rate mal, was das hier ist. Komm schon, rate. Das ist Schmiedeeisen, wahrscheinlich vom Rauchabzug eines alten Herdes. Ja, schätze, das könnte schon sein. Woher weiß sie das? Mein Großvater hat in einer Gießerei gearbeitet. Okay, guck mal, ich habe einen tollen Wurm. Schau dir das hier mal an, Nico. Das ist ja widerlich, George. Warum schläfst du die denn mit dir rum? Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich nicht davon trennen. Ist ja nicht langsam mal irgendwie verschimmelt oder so. Okay, wir haben noch ein Gesprächsthema. André Lobineau. Ja, dann schieß mal los. Lobineau hat mir erzählt, er sieht dich sehr oft. Wir treffen uns manchmal auf einen Drink oder zum Essen. Du weißt schon. Nachdem du in die Staaten zurückgegangen bist, habe ich mich ziemlich einsam gefühlt. Einsam? Du musst ja schon verzweifelt gewesen sein. Konntest du nicht einfach in den Zoo gehen oder so? Boah, wie scheiße ist das denn? George, 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 verstehe ja nur die Frauen. Okay, ja, wir könnten uns jetzt hier weiter umgucken, aber die Folge ist schon zu Ende. Und den Rest werden wir uns dann in der nächsten Folge ansehen. Wir sehen uns! Jetzt habe ich ganz viel oft sehen gesagt. Egal, ciao!